Was tönt dich an Typen an, was dein Freund nicht hat? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit meiner Schwester. Peace out! Ich kann es nochmal von neu machen, es ist so Und wir machen heute mal ein Video zusammen. Und zwar machen wir eine kleine Challenge. Und die nennt sich Wahrheit oder Bestrafung. Wir denken, das ist ein bisschen spannender als einfach Wahrheit oder Pflicht. Wir haben allerdings nur 5 Bestrafungen und genug Fragen. Das heisst, wir müssen sicher die Hälfte beantworten. Oh mein Gott, Hilfe! Ja genau, ich glaube, sonst haben wir nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Wir haben hier die Frage. Und du kannst es. Okay, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ja! Ich würde einfach merken, die andere Person nimmt immer die Schere, also immer den Stein. Bruh. Nein, es ist so schlimm, dass ich nicht antworten kann. Ich will ja nicht beantworten. Wie viel Mal machst du es dir in der Woche? Boah, ich muss gerade überlegen, was ich das jetzt will sagen. Okay. Das Ding ist, du kannst nicht sagen pro Woche, weil es gibt Wochen, da machst du gar nichts. Ja. Und es gibt Wochen, machst du halt mehr. Und darum würde ich so sagen, zwischen 0 bis 3 Mal. Okay. Ja, anders cringe gerade. Wie tust du dich selbst? Wie? Du musst jetzt sagen, ja. Wie? Nicht mit was, sondern wie? Ah, oh, das ist schon mal ein cringe, Alter. Scheiße, hast du so schlimme Fragen gestellt, Alter. Ja, okay, ich nehme eine Bestrafung. Eis und Löffel. Boah, ich hasse Senf, Nati, ich kotze ab Senf. Und das Beste ist, es ist nicht nur normaler Senf, es ist scharfer Senf. Kommt das so? Das ist wirklich nicht viel, aber es ist wirklich scheiße. Oh, yeah. Wir können jetzt schon gar nicht schauen. Ich kann nicht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Hast du aber geschluckt? Ja. Ich wollte besonders kurz trinken. Was ist das? Apfelding. Boah. Warte, ich kotze gerade. Wer ist momentan deine nächste Bezugsperson? Oh, geil. Ich würde sagen, mein Freund. Also ich rede, glaube ich, mit ihm momentan am meisten über alles. Und ja, wow. Was ist ein schlimmer Tick an dir? Ich weiss, welche schlimmer Tick. Nein, ich muss aufhalten. Es gibt sicher auch andere Leute, die das machen. Es gibt gar niemanden, der das macht. Also eben, ich habe eigentlich verschiedene Ticks. Und zwar einmal hätte ich den mit der Hand irgendwie, wenn die so feucht sind oder so. Dann schmecke ich aber nicht irgendwie komisch. Es schmeckt irgendwie nice. Was gibst du im Suchverlauf auf Erwachsenenseite ein? Okay, well, I think ich muss eine Bestrafung ziehen, weil das geht schon gar nicht. Nein! Tabasco ins Maul und Salisa was singen. Das ist Tabasco und es ist grusig und scharf gleichzeitig. Nein, so grusig wie der Senf ist es nicht gewesen. Ich glaube mir, ich habe fast gekotzt. Boah, habe ich jetzt keinen Bock auf alle, so habe ich jetzt gemacht. Da kommt ja nichts raus hier. Oh, shit. Oh, was schmeckt so mal? Salut, ça va? Oui, et toi, il va? Salut, ça va? Ich muss sagen, musikalisch gefällt mir die Stelle sehr gut. Also auf jeden Fall Hut ab. Yes. Erzähl etwas, was du mal gemacht hast und richtig assi siehst. Ja, das ist halt... Ich war so, ich bin in der 6. Klasse dort und ich hoffe, die Person hat das Video jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall hatte ich dort damals halt einen Freund gehabt. Und einmal sind wir dort mit der Klasse halt in der Turnhalle und dort haben wir Volleyball gespielt. Und irgendwie musste ich mit ihm spielen und er hat mich richtig dumm angemacht. Also keine Ahnung, er hat mich einfach so dumm dargestellt irgendwie und ich habe mich richtig aufgeregt. Und dann habe ich ihm einfach eine Ohrflatter gegeben und ja, dann war das dann auch geregelt. Also ich habe ihm ehrlich gesagt zweimal eine gegeben. Was? Ja, einmal war er noch im Schulzimmer. Aus irgendeinem Grund, ich weiß den Grund nicht mehr. Der gleich? Ja, ja. So etwas mache ich eigentlich nicht. Weißt du, es war aus Wut und so. Und nachher später haben sie halt schon ein bisschen beruhigt. Aber das ist wirklich so mal? Nein, so schlimm auch nicht. Ah, und meine beste Kollegin hat ihn dann schlussendlich dann auch noch mal eine getatscht. Das war geil. Ja. Hilfe!
Was für eine Schönheits-OP. Nein, das ist nicht schlimm, Alter, Nadir. Was für eine Schönheits-OP würdest du machen? Ich glaube, ich würde grundsätzlich keine Schönheitsoperation machen, wenn dann vielleicht so eine Brustvergrößerung auf natürlichem Weg, dass du wie das Fett von deinen Beinen oder sonst irgendwo von deinem Körper nimmst und dass das nicht Silikon sind. Und ich glaube, das würde ich machen. Was tönt dich an Typen an, was dein Freund nicht hat? Grundsätzlich ist mir eigentlich mit seinem Freund zufrieden, was er hat. Also, du liebst ihn so, wie er ist. Das ist schon verdammt kacke, wenn ich das jetzt mal sagen muss. Willst du Bestrafung nehmen? Ja, kann ich. Kannst du mich doch scheiße. Gib Eiswürfel in dein Shirt. Auf den Moment habe ich gewacht. Schön, das ist gar nicht. Die rutschen alle hin. Was ist Bestrafung? Holy shit. Was ist dein perverster Traum bis. Oh mein Gott. Ich kann das nicht erzählen. Wirklich, wieso nicht? Es geht nicht. Es. Ich nehme Bestrafung. Der andere darf dir Klüppel ins Gesicht stecken. Oh, das ist ja. Tut das weh? Ja, weiß es nicht. Aua! Aua! Guys! Vorsichtig! Ah! Wo ist dieser Scheiß? Nein! Au! Au, 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 au! Es tut so weh! Es tut so weh! Ah! Ah! Oh. Welches Familienmitglied hasst du am meisten? Ja, weißt du doch nicht. Scheiße, das kannst du auch nicht sagen. Das kannst du auch nicht sagen. Das ist so Bestrafung. Der andere darf dich mit dem Flügeltäscher aufs Hütchen schlagen. Show you goody. Nein, Nati, hör auf, Alter. Ich habe einen blauen Fleck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt euch unbedingt einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren, weil ich bin sehr glücklich, wenn ihr mich abonniert. Mm-hmm. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Wie machen wir das? Ding dong. Ja, genau so. Und ich muss sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss.